So, wir gehen mal rein in die Partie. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder zu Hackfleisch zerhackt im 15. Match. Das wäre, glaube ich, die vierte Woche nacheinander, wo wir das 15. Game verlieren. Shoutout. März Platz 14 der Welt, Januar Platz 60 der Welt. Brüdel. Hat ihr ein Gleitgel dabei? Dann ist mal wieder ein Match um Leben und Tod. Bock nicht. Bock gar nicht. Auf Ansage sogar auch. Das ist kein Zufall hier. Oh, mit der Hand blockt der, mit der Hand. Skandal. Nein, er ist durch einfach. Er ist einfach durch. Oh, hätte auf den oben geschickt. Das wäre so krass gekommen. Nicht schlecht. Komm, wir müssen diese Anfangsphase nutzen. Gerade läuft. Oh, jo, 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 mit Nervosität und so. Lecker. Nein! Ey, willst du mich verarschen oder was? Das sind so Szenen, noch nie gesehen, dass mein Keeper sowas gemacht hat. Aber bei anderen, jo, macht der Sachen mit Fliegen und so auf einmal. Tor ist schon leer. Hä? Wie er den Schritt einfach nicht gemacht hat. Hullet, Mann! Das ist zu krass, zu krass. Aber wir haben das Tor gemacht. Nice. Warum 3-0 brauchen wir? Hä? Das war auch ein sicherer Ballgewinn. Das auch, das auch, yay. Hey, das auch. Was macht ihr? Das auch! Das auch! Reicht doch irgendwann! Ja, und bei mir wird der Spieler weggewählt, weil ich den wiederholen kann. Ey, das ist... Der hat einfach so eine krasse Zweikampfquote ohne Sinn, aber... Hä? Oh Mann, der holt jeden 50-50 Ball. Das ist zu krass. Da habe ich hingedrückt, genau da. Wie soll man da ohne Rage spielen? Oh mein Gott, er macht ihn, er macht ihn. Okay, erste Halbzeit läuft gut. Also wenn er nicht mehr diese 50-50 Bälle holt, dann haben wir komplett das Game unter Kontrolle. Man muss halt ehrlich bedenken, der war im März auf Platz 14 der Welt auf Xbox. Platz 14 der Welt, das holt man nicht, wenn man keine Hände hat, so mäßig. Da muss man schon spielen können. Aha, aha, 50-50 Bälle kommen auf einmal zu uns. I'm feeling it, man, I'm feeling it. Schade. Mann, er könnte ankommen, wenn ein Spieler schnell reagiert hier in der Mitte. Hä? Warum? Achso. Der wusste schon, dass sein Rullet den Ball annimmt. Deswegen ist er nicht hingegangen. Die Dragbacks sind eigentlich viel zu langsam. Atal, 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 still waiting for him. Oh, schade, Mann. Hä, oh Mann, der muss nur einen Schritt machen. Skandale. Skandal! Oh, wo
Wohin, wohin, wohin? Ich habe ganz normal in die Mitte gepasst. Warum in den Rückraum? Weil Passkorrektur denkt, dass es Sinn macht. Geil. So Situation, wo man nicht weiß, was man falsch gemacht hat. Man drückt in die Mitte, er passt in den Rückraum. Ja, was soll ich da machen? Hätte in die Mitte gepasst, wäre nicht angekommen. Okay, wäre mein Fehler, aber so nicht. Nein, Abschluss wieder, oder? Wir müssen irgendwie die Zeit rumbringen. Aber der hat auch schon Teampressing inzwischen an. Also sobald wir den Ball haben, kommen 400 Leute auf uns zu. Oh Mann, immer ein Schritt! Weil meine auf einmal langsam werden, aus dem Nichts. Torwart. Oh mein Gott! Wie ich an keinen Ball rankomme, ich wusste es. Das Tor war geisteskrank gespielt. Aber es hätte trotzdem nicht so kommen dürfen. Man hätte so einen abfangen können davon. Wieso sind jede Niederlagen dann gleich immer? Man spielt ganz Match gut, dann wird Teampressing angemacht und ab da verkackt man komplett. Kann man ehrlich schon auf 15 einstellen, den Score. Das ist zu krass. Drei Schüsse, drei Tore. Wir mit sehr vielen 100%igen, die leider nicht reingingen. Versteht es nicht. Wir hatten den so im Griff und dann wird Teampressing eingestellt. Nix, er macht nichts, er lässt sich einfach den Arsch ins Gesicht drücken, ihren Mann. Ich schwöre, ich habe ohne Annahme gepasst, ich habe keinen Bock mehr, jetzt schon. Das sind zu viele Szenen, wo man sich hochgenommen fühlt. Man drückt direkt Pass. Man hat ja so gesehen, wann aufgeladen wurde. Ich hab den Ball doch gehabt! Ich hab den Ball doch gehabt! Warum geht er wieder zu seinem Stürmer? Zu krass, zu krass. Ich wusste, er dreht sich in mich rein, ich stelle mich dahin, ich erober den Ball rüber, geht wieder zu ihm und mein Verteidiger ist raus. Man wird einfach dafür belohnt, dass man den Angriff schlecht spielt. Weil man dann einfach den Abpraller bekommt wieder. Und dann kommt noch dazu, dass sein Keeper so verdammt viel hält, während meiner nur nicht einen gehalten hat. Dreimal so viele Schüsse wie er. Er nimmt den an. Ey, das macht keinen Spaß, no joke. Wenigstens probieren, weißt du. Ich wusste, wenn er den ankommt, kacke. Drückt deswegen Schuss, er schießt trotzdem nicht. Weil EA sich denkt, Annahme macht mehr Sinn. Ich habe keine Lust mehr, ich schwöre, ich habe keine Lust mehr. Das ist zu krass. Das ist zu krass, das macht keinen Spaß. Tausendprozentig, er muss den nur mit rechts nehmen, die haben Idee wieder. Nein! Ganz andere Seite war CR7 komplett frei. Och Mann! CR7, lauf. Yes, Sir! Oh mein Gott, zwei Pässe sind dahin gegangen, wo ich hingedrückt habe. Ist heute schon der 1. Januar. Habe ich heute schon Geburtstag? Was geht hier ab? Geisteskrank. Szenen. Ein Fußballspiel, wo zwei Pässe am Stück ankommen. Oh mein Gott. Das wäre ehrlich so eine typische Niederlage gewesen, dieses Game. Krass. Bin immer noch am Zittern, aber nicht, weil ich kurz davor war zu verlieren, sondern einfach, weil ich dieses Game geisteskrank aufgeregt hat. Das wäre auch ein bisschen fragwürdig gewesen. Und also ich habe ja nicht von der Mittellinie geschossen, sondern nur dann, wo es, komm ab, von wo, nur im 16er und so. GG, danke für den Support, Jungs. Danke, korrekt. Er war einfach Platz 14 im März. Platz 14 der Welt vor 3 Monaten. Und der holt Save sonst auch auf Top 100 und so. Aber ich weiß nicht, wie der weiß einfach, wie man Tore macht anscheinend. Diese schlimmen Szenen. Warte mal, nee, das ist wahrscheinlich eine normale Parade, oder? Ja, okay, das ist nichts Besonderes. Wo sind denn diese geisteskranken Paraden? Fehlschuss von Mbappé. Ey, das war halt, keine Ahnung, wie soll der mit der Hacke passt. Aber da waren nebenher noch weitere. Ihr wisst genau, was ich meine. Wo ich vorm Keeper lang gepasst habe, Tor war leer, der kam noch angeflogen, hat den gehalten und so. Wilde Sachen haben wir hier erlebt. GG. Aber das Ding ist halt, die letzten Wochen waren es wirklich so, dass wir zwischen dem 15. und dem 20. Game immer 3 oder 4 E-Sportler hatten. Das war halt jetzt der erste. Das ist das erste Mal seit 4 Weekend Leagues, dass wir das 16. Game gewinnen. Sonst hatten wir jedes Mal das Game verloren. Da haben wir ab zweiter Halbzeit der Verlängerung auch mal den Hilfeknopf angemacht, auch mal Teampressing eingestellt und auf einmal waren die Spieler geistkrank. Ich habe ja sogar Joker eingewechselt diesmal. Mal ja sonst nie eigentlich. Aber die haben sogar gut was gebracht.
Außer diese eine Schimmelflanke von Hulk, die regt mich immer noch auf, wo ich am Langpfosten Ronaldo gesehen habe und der in Quad spielt. Dann wäre da schon das Tor gefallen. Aber, egal. Warum Discard? Ich hasse Leihspieler und ich würde diesen Pirlo sowieso nie benutzen. Ich habe lieber einen cleanen Verein mit wenig Spielern drin, wo ich immer alle Spieler, die ich haben möchte, so schnell finde und so. Als dass dazwischen 100 Leihspieler sind. Also ich bewahre Leihspieler nie auf, außer es ist jetzt R9 Prime oder so ein Spieler, den ich wirklich mal spielen würde. Aber Pirlo, nee. Hat Pogba gerade ein Tor und eine Vorlage gemacht? Er war einfach Man of the Match, ey. Also stimmt, ich erinnere mich an sein Tor mit links. 114. Minute. Maradona werde ich auch nicht testen wegen seinem Weak Foot. Der wird mich ein bisschen nerven. Da sind die Spieler, glaube ich, schon besser alle. Der Gegner hat genauso ein Comeback gemacht, lag 1-3 hinten, hatte gar keinen Schuss, auf einmal führt er sogar. Das war sehr, sehr wild. Wie viel spielst du am Tag? Echt fast gar nicht mehr. Sehr, 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 sehr wenig. Was ich geisteskrank finde, ist, wie mein Stream-Highlights-Kanal läuft. Wenn ihr den noch nicht abgecheckt habt, schreibt mal Ausrufezeichen Highlights in den Chat. Mein Stream-Highlights-Kanal wurde von mir so gut wie noch nie beworben, aber hat trotzdem bei jedem Video mehr Aufrufe als Abonnenten. Das ist echt sehr nice. So, ich geh mal rauf auf meinen Pro-Stream-Highlights-Kanal. Da ist auch heute ein neues Video online gegangen, wo ich auf Fatal reagiere. Erinnert euch vielleicht noch an das FIFA-Turnier, das ich damals gewonnen hatte. Hier, Pro-Stream-Highlights-Kanal mit dem besten Baller aller Zeiten, einfach irgendwo in der Karibik auf einer Insel. Guckt euch mal diese Videos an hier. Hier habe ich gegen mich selber gespielt in Squad-Battles. Hier habe ich auf ein Hate-Video reagiert. Hier habe ich ein paar Fußballmannschaften erraten. Und dann reagiere ich auch oft auf Fußballsachen, so unglaubliche Torwartparaden oder unvergessliche Tore, unglaubliche Rettungstaten oder lustige Torwartfehler im Fußball und all solche Sachen. Hier hatte ich auch darüber geredet, wie der alte Stream-Highlights-Kanal verkauft wurde. Und ich denke mal, dieses Spiel gerade gegen den E-Sportler wird auch auf dem Stream-Highlights-Kanal online gehen. Deswegen checkt den gerne ab, mach mal Ausrufezeichen Highlights im Chat oder Ausrufezeichen Stream-Highlights. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen, würde mich freuen. Dann gehen wir vielleicht bald auf die 15.000 da schon zu. Das geht echt richtig schnell voran, wie gesagt, ohne dass ich den groß promote. Deswegen dachte ich mir, ich erwähne das heute nochmal hier im Stream für die Leute, die noch gar nichts von dem Kanal mitbekommen haben. Weil das sind echt coole Videos. Sagen wir mal was anderes, nicht immer nur FIFA-Content, sondern auch ein paar andere Sachen, wie gesagt, zu irgendwelchen Fußball-Sachen oder sonstigen Kram. Deswegen, jo, check den gerne ab. Kommt auch einiges, was nicht aus Streams ist, sondern was ich so noch extra für den Kanal aufnehme und so. Deswegen, jo, lohnt sich, würde ich sagen.